zum Programmschluss meldet sich noch einmal die heute Redaktion. Bundeskanzler Schmidt will darauf hinwirken, dass bei den bevorstehenden sowjetisch-amerikanischen Abrüstungsverhandlungen über Mittelstreckenraketen möglichst rasch ein Kompromiss zustande kommt. Zwei Tage vor dem Brezhnev-Besuch in Bonn erklärte Schmidt gestern Abend im deutschen Fernsehen, er wolle dazu beitragen, dass die beiden Spitzenmänner in Ost und West sich besser verstünden und einsehen, dass keiner von ihnen ein Kriegstreiber sei. Eine Vermittlerrolle könne die Bundesregierung allerdings nicht spielen. Von Brezhnev, der am Sonntagabend in Bonn eintrifft, erwartet Schmidt Erläuterungen über die sowjetische Position. Auf der anderen Seite wolle die Bundesregierung sowjetische Fragen beantworten. Nach langen Verhandlungen ist das deutsch-sowjetische Erdgasgeschäft jetzt perfekt. In Essen wurde gestern der Vertrag unterzeichnet. Die Sowjetunion liefert ab 1984 jährlich 40 Milliarden Kubikmeter Erdgas aus Sibirien nach Westeuropa. Davon 10,5 Milliarden Kubikmeter in die Bundesrepublik. Zusätzlich will die Sowjetunion jährlich 700 Millionen Kubikmeter Erdgas für die Versorgung Westberlins zur Verfügung stellen. Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung hat für das nächste Jahr ein Programm von 7 Milliarden für die Förderung von Investitionen gefordert. Er soll zur Hälfte durch den Staat und zur anderen Hälfte durch eine steuerliche Begünstigung privater Anlagen finanziert werden. In ihrem Gutachten sagen die Wirtschaftssachverständigen für 1982 ein Wachstum von 0,5% voraus. Sie rechnen mit einer Arbeitslosenzahl von 1,65 Millionen und einer Inflationsrate von 5,5%, bei Lohnerhöhungen von etwa 3%. Als erstes Bundesland hat Berlin die Zuwanderung von Ausländern drastisch eingeschränkt. Nach dem neuen Gesetz wird unter anderem die Familienzusammenführung und der Aufenthalt von jugendlichen Ausländern erschwert. In der 2-Millionen-Stadt leben zurzeit über 240.000 Ausländer. Nach 36-jähriger Sperre ist gestern der Teltow-Kanal im Süden Westberlins wieder geöffnet worden. Der Kanal, der streckenweise über DDR-Gebiet führt, erspart dem Transitschiffsverkehr zwischen dem Bundesgebiet und Westberlin zeitraubende Umwege. Der polnische Gewerkschaftsführer Walesa hat an die europäischen Gewerkschaften appelliert, umgehend Nahrungsmittel nach Polen zu schicken. Andernfalls könne die Lebensmittelknappheit in Polen zu gefährlichen sozialen Spannungen führen. Die Schachweltmeisterschaft in Meran ist entschieden. Der sowjetische Titelverteidiger Karpow bleibt Weltmeister. Sein früherer Landsmann und Herausforderer Kortschnoi gab gestern auf und verlor damit die sechste Partie. Die Wetteraussichten im Süden überwiegend sonnig, sonst stark bewölkt und zeitweise Regen, Tagestemperaturen 8 bis 16 Grad. An der Küste stürmischer Südwestwind. Die weiteren Aussichten mild. Verehrte Zuschauer, das Programm des ZDF ist damit zu Ende. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht. Thank you.